Irgendwas müssen Sie aber doch trotzdem anders machen, denn das, was Sie auf der Agenda hatten, was Sie auch versucht haben zu vermitteln, ist doch offensichtlich nicht angekommen. Eben. Es ist nicht angekommen, es ist nicht rübergekommen. Also muss ich mir jetzt nicht neue Themen ausdenken, sondern muss die Themen, die ich gehabt habe, wo ich aber nicht mit rübergekommen bin, die Themen jetzt aber auch nochmal diskutieren. Dieser Wahlkampf war ja deswegen so schwierig und die AfD ist deswegen so stark geworden, weil natürlich Frau Merkel sich geweigert hat, Wahlkampf zu machen. Das hat Herr Schulz ja ganz am Anfang kritisiert. Und deswegen haben wir ein Problem gehabt, dass eben sich nicht in Deutschland über Inhalte gestritten wurde. Deswegen ist die AfD so stark geworden. Jetzt haben wir hier einen Haufen rechtsradikaler Arschlöcher im Parlament sitzen und Frau Merkel trägt ein gerütteltes Maß an Mitschuld. Nun haben Sie die AfD massiv beschimpft, alle miteinander. Da müssen wir wahrscheinlich auch differenzieren, dass es dann möglicherweise dann auch in dieser Form nicht ganz für alle gilt. Deswegen, ich muss einfach da mal ein bisschen Distanz zwischen Ihrer Formulierung und Ihrer Wertung und meiner Position hier bringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle. Aber wir bleiben trotzdem am liebsten nochmal. Ja, aber ich muss auch zeigen, dass ich das verstanden und gehört habe und dass ich mich zumindest in dieser Allgemeinheit davon auch distanziere.